Wir haben hier was ganz, ganz Tolles für Sie und schauen mal gemeinsam in unseren aktuellen Katalog. Denn wir revolutionieren das Thema Ventilation und das kommt natürlich genau recht, gerade jetzt zu den heißen Temperaturen. Was wäre da schön, sich einfach mal zu Hause zurückzulehnen und einfach auch Sprachbefehl den Ventilator zu bedienen. Ja, Ralf, wenn das gehen würde, das wäre schön. Ja, das geht auch mit unserem Ventilator, einem der ersten, die ich gesehen habe, die ins WLAN eingebunden werden. Und zwar geht das spielend einfach. Ich habe das vor der Sendung innerhalb von 2 Minuten geschafft. Und jetzt hast du die Möglichkeit, wenn du natürlich einen Sprachassistenten hast, diesen wunderschönen und großen, leistungsstarken Standwerk Ventilator auch per Stimme einzuschalten, auszuschalten, also zu kontrollieren. Du kannst das natürlich auch hier ganz klassisch machen. An Ausschalter, dann haben wir hier eine Timer-Funktion, da sehen Sie es, 1 bis 4 Stunden Timer. Dann haben wir hier die Oszillation, die ich einschalten kann und die Gebläsestärke. Hier ist die Gebläsestärke, da ist die Oszillation. So, jetzt kannst du hier das wie jeden anderen wunderbaren Standventilator so bedienen. Aber es gibt die Möglichkeit auch noch mit einer kostenlosen App. Handy hat man sowieso immer dabei und jetzt zeige ich Ihnen das 1:1. Ich mache jetzt einfach mal ein handelsübliches Handy auf und wenn wir da jetzt gleich drauf sind gemeinsam, dann werde ich es mal entriegeln und Sie sehen das hier jetzt entriegelt und dann gibt es die kostenlose App, die heißt Elesion und die mache ich jetzt auf. Hier alles live im Studio, das geht jetzt, Sie sehen, Bruchteil von Sekunden und hier ist mein Ventilator und da gehe ich jetzt drauf. Ja? Und jetzt sehen wir, mein Ventilator ist gerade eingeschaltet. Und jetzt will ich ihn aber ausschalten. Guck, Ventilator per aus. App hast du den gerade ausgeschaltet? Richtig. Und oh, alle cool. Anderen Funktionen auch. Also wenn der ein Stück wegsteht, ich brauche keine Fernbedienung mehr. Ich mache das einfach hier über mein Smartphone. Und wieder natürlich an. Geschwindigkeitsstufen, natürlich Oszillation, natürlich den Timer einschalten und auch den Windmodus. Ja? Und ein Smartphone hast du immer dabei. Jetzt gibt es da natürlich noch eine schöne Spielerei, weil bei einer Fernbedienung normalerweise musst du ja immer in Nähe des Gerätes sein. Hier kannst du vom anderen Ende der Welt schalten, weil das ja WLAN gebunden ist. Ja? Und jetzt, wenn Sie einen Sprachassistenten noch zu Hause haben, ist das auch ganz einfach eingebunden in den Sprachassistenten. Dann heißt es entweder beim Google Assistant oder bei Alexa oder wie immer Sie Ihre kleine Box nennen. Ja, bitte macht den Ventilator auf Stufe 3 an und schon passiert das dann. Und jetzt schauen wir uns den auch mal an. Der hat hier richtig schön Kraft mit 60 Watt und fast 40 Zentimeter Diagonale. Also sehr schön. 37 Zentimeter. Um genau zu sein. Du kannst den Neigungswinkel einstellen, also ob er dir über den Kopf oder auf den Körper wehen soll und dann eben die Oszillation zuschalten. Und wenn wir den mal ganz anschauen, der steht sehr stabil und der sieht unglaublich schick aus. Und solche Standventilatoren ohne Pipapo, einfach nur, die man einschalten kann und ein bisschen Oszillation, die kosten oftmals schon über 100 Euro. Deshalb war ich wieder mal überrascht von unserem TV-Sonderpreis. Ein Ventilator, der jetzt per Sprach-App oder natürlich über Smartphone ganz einfach zu laden ist oder zu bedienen ist für 63,60 Euro. Das ist schon mal wirklich ein absolutes Schnäppchen. Und die Welt wird immer moderner. Und das ist einer der modernsten Ventilatoren überhaupt. 63,60 Euro. Ralf hat es gesagt, dass dieser Ventilator nicht nur wunderschön mit seinen 37 Zentimetern im Durchmesser ist und dadurch natürlich auch für eine hervorragende Luftverwirbelung bei Ihnen zu Hause sorgt. Schön ist auch, dass Sie den jetzt nicht nur direkt am Gerät bedienen müssen, sondern dass Sie das komfortabel zum Beispiel von überall aus mit Ihrem Smartphone machen können. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie liegen ganz entspannt auf der Couch, der Ventilator am anderen Ende. Normalerweise müssten Sie sich bücken und nach der Fernbedienung schauen oder direkt zum Gerät gehen. Hier nehmen Sie einfach Ihr Smartphone und stellen ganz bequem vom Liegen aus ein, ob der sich jetzt noch mal ein bisschen intensiver schaltet oder auch etwas niedriger. Was hier auch noch interessant ist, ist natürlich die Höhenverstellbarkeit. Ich habe es jetzt gerade auf Maximalhöhe, also knapp über 1 Meter eingestellt, aber hier sehen Sie, da haben wir Spielraum von über 20 Zentimeter, wo ich die Höhe noch mal einstellen kann. Und was ich gerade lustig fand, ich weiß nicht, ob Sie es beobachtet haben, hast du eigentlich ein Hobby, Angeln oder so? Warst du schon mal Angeln? Ich war schon mal Angeln, ja. Ja, das dachte ich mir gerade. Ich zeige Ihnen noch gleich, warum. Haben Sie das gesehen? Das ist bei
bei Anglern immer so. Die sagen immer, der Fisch war so groß. Und sie hat gerade, haben Sie das gesehen, 37 Zentimeter. Also wir bleiben schon bei der Realität. Das sind ungefähr 37 Zentimeter. Das ist wieder was anderes. Aber beim Ventilator, ich glaube 37 Zentimeter, das ist eine enorme Leistungsstärke. Und ich mache jetzt etwas, da wird unser Regisseur wieder wahnsinnig, weil ich habe jetzt die Stufe 3 und ich habe ein Mikrofon, das ist windempfindlich. Und ich stehe jetzt mal, ohne was zu sagen, vor den Ventilator, hören Sie nur aufs Mikrofon. Man hört ja gar nichts. Das ist ja super. 63,60 Euro, sehr, sehr geräuscharm. Ja. Jetzt müssen Sie wissen, die haben mich gerade gemutet. Die wollten nicht, dass ich das mache. Ich wollte Ihnen eigentlich die Windstärke rüberbringen, aber das ist okay. Hier wird mit allen Tricks gearbeitet. Die eine kommt vom Angeln und sagt, das da wären 37 Zentimeter. Aber wir bleiben bei der Wahrheit. Und was eine absolute Wahrheit ist, ist dieser unglaublich günstige Preis. Den kann man kaum glauben. Hörst du jetzt auf? Du bist aber heute aufrecht. Oh, sag jetzt mal die Bestellnummer. 63,60 Euro. Jetzt werden hier unsere Tipps und Tricks verraten. Aber der Preis, der ist echt, kann ich sagen. 63,60 Euro. UVP sagt übrigens knapp 150 Euro. Und somit sparen Sie weit über 50% zur UVP. Heute mit Ihrem TV-Sonderpreis. 63,60 Euro. Die Bestellnummer NX3167 und die 569. Und um das Thema an dieser Stelle natürlich auch nochmal hier an dieser Stelle anzusprechen, ist, dass natürlich auch die Presse davor warnt, dass es warm wird. Heiß sogar. Wetterprognose für den August in Deutschland. So extrem könnte der Sommer weitergehen. Heiß, heißer Sommer 2019. Ja, und genau das ist wirklich das Thema. Ja, und so ein Ventilator hilft dann schon. Also ich freue mich jetzt jedes Mal, er ist ja zu Ihnen ausgerichtet. Ich würde ihn am liebsten zu mir umdrehen. Aber ich freue mich jedes Mal bei der Oszillation, die ja sehr großzügig ist. Jedes Mal, wenn er bei mir vorbeikommt, bekomme ich so diesen Windstoß ins Gesicht. Und das ist sehr erfrischend. Also ich liebe auch Ventilatoren, weil die helfen einem schon mal ein Stückchen weiter über den heißen Tag. Und wenn er dann noch so schön ist, natürlich auch bestens geeignet fürs Büro, fürs Wohnzimmer. Aber ich könnte mir das auch vorstellen, dass du das einfach mal in der Küche in deinen Rücken stellst, also irgendwo hinter dich, wenn du gerade irgendwas arbeitest, Geschirr wäschst oder auch kochst oder ähnliches, um da noch mal ein bisschen Bewegung in die Luft zu bekommen. Vor allem, schön ist ja auch, Sie dürfen sich jetzt mehrere bestellen. Übrigens, die allererste Präsentation dieses hervorragenden, wunderschönen Ventilators, der 37 cm hier im Durchmesser hat. Die Bestellnummer lautet NX3167 und die 569. Ralf, beim Angeln hatte ich übrigens tatsächlich nur so einen großen Fisch und den habe ich wieder ins Wasser gelassen. Oh, das ist ja lieb von dir. So bin ich. Ja, oh, so ist er halt. Also, den Ventilator, den lassen wir nicht wieder ins Wasser. Den lassen wir dann schön in der Wohnung stehen, aber nehmen ihn dorthin mit, wo wir ihn brauchen. Ich finde das klasse, dass du wirklich alles einstellen kannst. Und am Gerät, aber auch per App. Und wenn man nicht mal mehr das Smartphone in die Hand nehmen will, dann macht man es halt, wenn man einen Sprachassistenten zu Hause hat, per Sprachassistent. Ich habe jetzt meinen Sprachassistent. Ich sage, Vivien, Ventilator aus. Ja, nimmst du jetzt bald mal, schaltest den Ventilator aus. Mein Sprachassistent ist noch ein bisschen lahm, geht ein bisschen verzögert, aber Sie sehen, so ungefähr funktioniert das dann auch mit Ihrem Sprachassistenten. Definitiv, deshalb greifen Sie jetzt hier bitte zu mit der Bestellnummer NX3167 und die 569. Das ist jetzt ein anderer Sprachassistent, den man vielleicht auch kennt, wenn man zu Hause sagt, Schatz, ich möchte etwas essen, ich habe Hunger. Und die Frau sagt, okay, mein Engel, das ist was anderes. Wir reden jetzt hier vom Echo Dot zum Beispiel, den Sie nutzen können. Oder natürlich den Google Assistant. 63,60 Euro, NX3167 und die 569. Die Bestellnummer. Gibt es dem noch was hinzuzufügen, Ralf? Nein, nur, dass es ein wunderbarer Ventilator in einem wirklich tollen, tollen Preis-Leistungs-Verhältnis ist. Ralf, schalte Ventilator Wohnzimmer bitte an. Bin ich jetzt dein Sprachassistent? Ja. Okay, also gut, das kriege ich körperlich gerade noch hin, auch bei dieser Hitze. Und vor allem verschaffe ich mir jetzt positive Energie hier durch die Lüftung, die jetzt gleich wieder an mir vorbeizieht. Also ein wunderschöner Ventilator zu einem, wie ich finde, unglaublich günstigen Preis mit modernsten Equipment bzw. Möglichkeiten. Da sollten Sie ganz schnell sein. Deshalb gleich in die Leitung gehen und bestellen, gerne auch 2 oder 3 davon sichern. Sie sind hier bei der TV-Premiere live mit dabei und dürfen jetzt zugreifen zum bevorzugten TV-Sonderpreis. Der sieht super schick aus und der ist vor allem super komfortabel bei den Einstellungen, dank der WLAN-Kompatibilität. Also rufen Sie an, bestellen Sie sich den gleich zweimal und dann wünschen wir viel Spaß.